Die Fusion der beiden Augenkliniken zu einer großen Videa-Augenklinik bedeutet eine geballte medizinische Kompetenz für alle Augenpatienten in Karlsruhe und weit darüber hinaus. Ich freue mich sehr, heute hier begrüßen zu dürfen Herrn Professor Dr. Wolfgang Lieb und Dr. Christian Scheib. Das Leistungsspektrum der fusionierten Augenklinik der Videa Christlichen Kliniken bietet angefangen vom Säugling bis zum geriatrischen Patienten sämtliche Leistungen der modernen Augenheilkunde. Durch ein kompetentes Team werden ambulante Eingriffe bis hin zu hochkomplexen Netzhaut-, Hornhaut-, Glaukom- und Tumoroperationen durchgeführt. Schwerpunkte sind neben einer differenzierten modernen Diagnostik mikrochirurgische Eingriffe und Behandlungen von Alterserkrankungen. Das hört sich nach einer großen Investition an, denn zukünftig werden über 36.000 Patienten ambulant und 5.700 Menschen stationär fürsorglich von 150 Mitarbeitern umsorgt. Da entsteht eine hochmoderne Infrastruktur, neue Räume, hochmoderne Diagnostika. In einem neuen Gebäudeteil entstehen 5 hochmoderne mikrochirurgische Operationssäle. Wir schaffen eine moderne, patientenfreundliche Infrastruktur. Die große Frage, die sich stellt, wird all das durch Bund, Land und Krankenkassen finanziert? Eine 24 Stunden und 7 Tage die Woche fachärztliche Notfallversorgung mit uneingeschränkter Operationsbereitschaft ist regional und überregional etabliert und bietet größtmögliche Sicherheit auch in schwierigen Situationen. Videa als gemeinnütziger Träger muss, trotz Unterstützung durch Krankenkassen, Land und Bund, viele Millionen in Eigenleistung erwirtschaften, um dies zu gewährleisten. Dies ohne Einbußen im Patienten- und Mitarbeiterwohl zu erreichen, ist unser Ziel. Daher danken wir der Gesellschaft für eine Unterstützung bei der Beschaffung von nicht komplett gegenfinanzierten Diagnostika. Der Videa-Freundeskreis 1851, eine Gemeinschaft sozial engagierter Menschen und Unternehmen aus der Region, hat sich in diesem Jahr für Initiativen zugunsten der Videa Augenklinik entschieden. Da wir erkannt haben, dass Spenden auch helfen, die Leistung für Kinder und ältere Augenpatienten zu optimieren. Zum Beispiel für den Erwerb eines Retinomax, ein Diagnosegerät, welches präzise und schnell hilft, zeitsensiblen Patienten eine Diagnose zu ermöglichen. Das Kind eines jungen werdenden Vaters, der durch einen Noteingriff in den Videa-Augenkliniken sein Augenlicht retten konnte, heißt Paul. Und so heißt auch unser aktuelles Spendenprojekt. Näheres dazu unter www.helfenhilftheilen.de und auch das Lächeln des kleinen Paul. Wenn wir auch für Sie da sein dürfen, freuen wir uns. Wir danken für Spendenprojekte wie das Spendenprojekt Paul, das uns ermöglicht, wichtige Investitionen zu tätigen. In der Region, für die Region. Machen Sie mit. Musik